Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind nochmal mit Macaroni am Start und zwar diesmal mit der Adidas Mac. Ja, moin, da haben wir direkt hier erstmal ein Totem. Das gönnen wir uns. Das Setup ist natürlich noch gleich, das Setup von Ina Ballerina. Ich habe den überflüssigen Schlüssel wieder dabei, der uns ja letztes Mal schon gute Dienste geleistet hat. Und Leute, ich glaube, die Killer wollen mich verarschen. Ich habe diesmal aufgepasst. Ja. Tuch der Trennung. Ist wieder da. Lassen wir uns mal überraschen. Korrupte Intervention ist wieder da. Aber letzte Runde war sie, glaube ich, gar nicht. Aber wir spielen gegen eine Jägerin diesmal. Da hinten. Die hat mich nicht gesehen, oder? Ich gehe mal eben rüber. Da vorne war nämlich noch ein weiteres Totem. Das kann ich nochmal schnell wegnehmen. Obwohl. Können es auch lassen, theoretisch. Für später. Aber ich nehme es mal weg. Wir haben ja noch drei. Je nachdem, wie fleißig die anderen Leute sind. Dann haben wir hier nochmal ein paar Punkte. Der Tacho sagt 1,15. Dauert also noch ein bisschen, bis das. Wieso ist sie hier hinten? Jetzt hat sie echt mich gesehen. Das gibt's doch nicht. Ich meine, was macht sie denn hier hinten? Ach ja. Naja, gut. Wollen wir doch mal. So, schönes Ding. Dann geht's wieder hier hoch. Nicht getroffen. GG. Oh, sie lädt schon nach? Aber nur prophylaktisch, oder? Heißt das so? Habe ich das Wort gerade richtig benutzt? Ich glaube nicht, dass es schon nötig gewesen wäre. So, über 2 Minuten. Noch kein Gen gemacht. Was machen die Leute denn? Scheißen alle so rum wie ich wahrscheinlich. Ach, Leute. Guck mal, hier war schon jemand am Dingens dran. Also die Jägerin mit dem Mori. Ich gehe mal hier oben ran. Erster Generator. Danke, meine lieben Party-People. Endlich geht die Reise los. Ach, Dwight, Alter. Deine hübsche Glatze hat mich kurzzeitig erschrecken lassen. Obwohl du so ein hübscher Mann bist. Wenn ich in den Spiegel schaue, ich wünschte, ich wäre auch so hübsch. Ach Leute, der zweite Generator, sehr gut. Guck mal, die Teammates, auf die kann man sich verlassen. Die spielen immerhin vernünftig, nicht so wie ich. Pimmeln da hinten rum, 2 Minuten lang, schaukeln sich die Eier. Representen so ein bisschen im Adidas Trainingsoutfit. Und war das gerade? Das ergibt Sinn, warum sie nachgeladen hat. Die hat nicht nur das Mori dabei, Leute. Die hat nicht nur das Mori dabei, sondern auch die Insta-Äxte. Mit dem Dingens. Infanteristengürtel, so heißt das Ding. Pass auf, du wirst jetzt gleich erwischt. Okay. Hätte wirklich gedacht, jetzt kommt durch Barbecue nochmal hier die Axt angeflogen. Gut, die möchte es wissen, Leute. Die meint's ernst. Die ist so richtig auf Tryhard-Kurs. Und da liegt die nächste Person. Könnten wir natürlich mal versuchen, der Dwighty Boy rennt gerade schon rüber. Ach du Scheiße. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Kämpft sie jetzt? Ja, sie kämmt und slackt jetzt, ne? Alter, die will's aber wirklich wissen. Ich meine, du kannst dein Mori halt nicht nutzen, wenn du jetzt am Campen bist. Unbreakable. Schönes Ding. Das Problem ist, ich komme nicht hin, halt. Meine Chance. Ah, geil. Ach, geiles Ding. Ich dachte, sie rennt halt weg. Sie hat doch auch gesehen, dass ich hier war. Ja, dann war, ist die Runde gelaufen. Ach ja.
Das ist schön. Da will man einfach nochmal eine weitere Runde machen und dann passiert sowas, ne? Was soll ich dazu großartig sagen? Ich meine, wir können natürlich gerne nochmal eine Runde probieren. Ich glaube, ich hätte halt nichts machen können, weil sie ist hier gewesen. Wenn ich helfen gegangen wäre, hätte ich die Axt in den Rücken bekommen, ne? Wenn ich jemanden einfach so aufgesammelt hätte. Ihr habt ja gesehen, sie war direkt wieder zur Stelle, hat die Leute direkt wieder umgeklatscht. Wir können jetzt gerne unser aller Zeit verschwenden. Vor allem für sie ist es ja sogar ein Vorteil, wenn ich mich befreie. Für sie ist es sogar ein Vorteil, wenn ich mich befreie, weil sie mich dann nochmal morigen kann. Also ganz komischer Zeitgenosse. Ich glaube, in dieser Runde wurde das Wort Tryhard gerade mal definiert, ja. Wenn ihr in den Duden schaut, unter dem Begriff Tryhard, okay, da werdet ihr nichts finden, aber, ja, wenn ihr in den Duden schaut und den Begriff Tryhard euch anschauen wollt, dann ist dort einfach nur ein Link zu diesem YouTube-Video. Und dann steht da so, schaut euch die Runde von der Jägerin an. True Story. Ach, herrlich. Obwohl es auch geil ist beim Duden, wenn man in einem Buch nachschlägt ein Wort und da einfach ein Link ist. Und man muss den Link 1 zu 1 mit der Hand abtippen. Oh, was für eine Runde. Ich würde mir gerne nochmal ihr Setup anschauen. Einfach nur, um nochmal sicher zu gehen, dass sie auch Nö dabei hatte zum Beispiel. Und, uff. Ja, das war echt eine interessante Runde. Schade, dass die Leute da so gefallen sind, wie die Fliegen dann auf einmal. Aber in dem Moment war eigentlich schon klar. Oh, der hat sich befreit. Und sie hat ihn nicht erwischt. Und wenn der jetzt... Ach nein, ich flieg raus. Warum fliege ich in solchen Situationen immer raus, ey? Wenn ich jetzt okay mache, komme ich, glaube ich, wieder... Obwohl, warte mal, ich lass mal kurz durchlaufen. Dann sehe ich vielleicht zumindest ihr Setup. So, wie wir sehen, Pop Goes the Weasel, eiserne Jungfrau und brutale Stärke. Die Korrupte in der Welt, so wussten wir schon. Kein Barbecue interessanterweise und kein Nöd. Also, sie war sich dann doch so sicher, dass sie sich gedacht hat, okay, drei von den Insta-Dingern und mein, mein Dingens reichen aus. Aber eine Sache werde ich nicht verstehen. Wieso nimmst du ein pinkes Mori mit und campst und slugst dann? Ich meine, es wäre doch geil für sie, wenn Leute gerettet worden wären. Dann hätte sie wenigstens ihr Mori nutzen können. Weil jetzt war es halt ein bisschen wasted. Okay, die eine Person, wir wissen leider nicht, was mit ihr passiert ist, weil ich bin rausgeflogen, Fehler beim Aktualisieren. Und wenn ich okay drücke, dann fliege ich raus. Nun gut, komm, wir gönnen uns nochmal. Yo, dann wollen wir mal. Ich habe Mac nochmal umgezogen. Der Schlüssel ist natürlich nach wie vor dabei. Ja, ich habe halt immer diese Addons drauf. Es spielt hier jemand mit kein Gejammer. Na, da würde ich direkt wieder anfangen zu jammern. Weiter geht die Wahnsinnsfahrt, Leute. Dieses Mal kein Tuch der Trennung dabei. Ja, das bedeutet, vielleicht wird es ja diesmal was, dass ich ein bisschen das Setup hier nutzen kann. Also, der Killer hat auf jeden Fall Thanatophobia schon mal drauf. Ist natürlich super, dass wir jetzt jemanden mit kein Gejammer dabei haben. Und wir spielen gegen den Todesboten, der auch ziemlich schnell jetzt hier direkt die erste Person erwischt hat. Auch noch die, die sogar schon verletzt gewesen ist. Das ist ein guter Start in die Runde. Ich bin mal gespannt, ob ich dann jetzt in der dritten Runde hier endlich mal... Wo ist der andere? Dort. Ah, wir sind auf der Map. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht auf der einen Seite irgendwie einkesseln lassen. So, hier geht der Generator fertig. Rennt sie rüber? Nee, auch nicht. Und der andere geht nicht. Vielleicht sollst du helfen gehen, weil wenn jetzt keiner helfen geht... Ach komm, Alter. Wenn jetzt keiner helfen geht, dann wird der Typ doch sich gleich sterben lassen. Ich meine, da kann man es dann sogar verstehen, weil warum sollte er noch großartig kämpfen, wenn sowieso keiner kommt? Dann bringt das ja alles nichts. Ich gehe mal rüber. Ich komme auf jeden Fall noch rechtzeitig, bevor es in die zweite Phase reingeht. Kann ihm leider natürlich... Der andere ist auch down. Oh nee, was? Ich war mir gerade sicher, dass er erwischt wurde von der Harpune. Oh, Tunnelpunexe. So, ich bin mal so frei. Ja. Oh, Grants, du bist so ein richtiger Pro. Wenn ich nur so gut wäre wie du. Ach, Mann. Naja, gut. Oh, shit. Ich bin aber nicht im... Hä? Ist der andere nicht hier?
Ich war mir sicher, der andere wäre hier. Ah, der ist bestimmt in den Schrank rein. Okay. Na gut, immerhin, ich habe das Tunneln verhindert. Dafür komme ich jetzt an den Haken, Leute. Oh, Dying Light ist auch noch mit dabei. Pop Goes the Weasel noch mit dabei. Ey, was ist denn heute mit den Killern los? Wollt ihr mich eigentlich trollen? 3 Verlangsamungsperks schon mal dabei. Yo, und die Person war tatsächlich im Schrank. Jetzt ist ein Problem, dass die Feng nicht sonderlich gerne helfen geht, wie wir schon festgestellt haben. Und der andere ist halt dauerhaft verletzt. Also, irgendwie ist heute der Wurm drin. Ich weiß ja nicht. Bin mal gespannt, ob uns noch geholfen wird, bevor wir hier elendig verrecken. Also, was wollte ich gerade sagen? Sie versucht sich selber zu befreien. Ach komm, Leute, ich gebe auf. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Setup. Ina Ballerina, es tut mir leid. Das war der 3. Versuch. Er hat sich einfach sterben lassen. Ich meine, ich kann es ein bisschen verstehen, weil offensichtlich wollen die Leute sowieso nicht helfen. So, ich bin jetzt gleich in Phase 2. Dann versuche ich auch einmal mein Glück. Wenn ich mich jetzt runtergerettet hätte, dann wäre ich immerhin nicht in Phase 2 gekommen. Und ja, der ist... Ja, ich bin RIP. Gut, Leute, dann seht diese Folge meinetwegen als eine Worst-of-Folge an. Ich habe nochmal mein Bestes gegeben, euch hier das Setup ein bisschen näher zu bringen. Und ja, die Mates haben sich so gedacht, nö, heute mal nicht. 3 Gens sind schon wieder durch. Ich meine, ja, super, die 3 Gens sind fertig. Hilft mir jetzt aber nicht und hat dem anderen Typen auch nicht geholfen. Und der andere wäre auch verreckt, wenn ich nicht hingerannt wäre. Also es ist wieder... Ach, der campt jetzt hier auf einmal noch. Oh Mann, ey. Ja, Leute, mich würde interessieren, was er noch dabei hat. Er hat jetzt schon 3 Slowdown-Perks dabei. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er Barbecue dabei hat. Der wird noch irgendwas dabei haben. Irgendwie, um das Spiel zu verlangsamen. Aber ich hätte jetzt... Ich wüsste nicht was, ehrlich gesagt. Schlampiger Schlachter hat er offensichtlich nicht dabei. Gut, was lernen wir daraus? Niemals den Leuten helfen, wenn sie getunnelt werden, Kappa. Ach Mann, ey. Was für ein Scheiß. Ich kann natürlich sein Setup jetzt leider noch nicht sehen. Aber ich denke mal, ich werde es euch einfach reinschneiden. Ach, guck mal hier, der spielt sogar mit den 3 Sachen. Mit Objekte Besessenheit, Déjà-vu-Erlebnis und Verwandt wussten wir ja bereits. Ja, was soll man groß dazu sagen, Leute? Wir gucken uns auf jeden Fall gleich nochmal hier dann das Setup an. Und ich weiß nicht, soll ich so lange zuschauen? Ich will jetzt auch nicht die... Ja, guck mal, das Ding ist doch gelaufen. Machen wir uns nichts vor. So, der Typ geht eh wieder nicht helfen. Das heißt, sie ist jetzt RIP. Und er... Warte mal, hatte er von Anfang an ein Medikit dabei? Warum? Um anderen Menschen zu helfen? Verrückt. Du hast doch... Es gibt so Momente, wo man auch einfach gar nicht mehr weiß, was man überhaupt kommentieren soll. Das ist so, WTF, was mache ich hier eigentlich, ja? Gut, dann können wir uns gleich sein Setup anschauen. Und Ripperoni an die beiden Mates. So, fürs Protokoll, ja. Kein Verlangsamungsperk, 3 reichen, dachte er sich, ne, man will ja nicht übertreiben. Aber Nöd wäre noch mit am Start gewesen. Hat er in diesem Fall auf jeden Fall nicht gebraucht, ja, die Runde. Ich weiß nicht, was los war, also irgendwie, ja, war etwas merkwürdig, sagen wir es mal so. Ich bin raus, Leute, schön, dass ihr am Start gewesen seid. Ich hoffe, ich spreche es gar nicht aus. Ich bin raus. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen. Danke natürlich auch an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Danke an Packard, Melanie und Tossi. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal dann hoffentlich etwas erfolgreicher. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein!